Alter, wo warst du? Hurley, was ist passiert? Wo sind sie hin? Wo ist wer hin? Hier waren Leute. Sie haben mich angegriffen. Schon wieder? Jemand hat was gegen dich, Alter. Kann sein. Während du weg warst, hat man uns auch angegriffen. Steve, nein, Scott, er wurde tot aufgefunden. Sämtliche Knochen gebrochen. Und jemand hat Claire mit einer Nadel gepiekt. Mich haben sie auch gepiekt. Ich muss rausfinden, wer ich bin. Gute Idee. Jack traut dir nicht und Claire auch nicht. Alle kommen langsam ins Grübeln. Sie halten dich für einen von denen. Für einen Mann ohne Identität machen Sie sich im Lager einen ziemlichen Namen. Und war sie es wert, Ihr Leben zu riskieren? Dass er kaputt ist, könnte ein Zeichen sein. Sollte Ihre Vergangenheit vielleicht passé sein? Als ich in Sydney ins Flugzeug stieg, war ich in der Hölle. Jetzt ist alles ganz anders. Vergessen wir nicht, dass wir uns vor dem Absturz alle fremd waren. Jeder von uns könnte zu denen gehören. Wir sind nicht die Einzigen auf der Insel. Charlie versucht seinen Weg zu finden, wie Sie. Gute Nachrichten. In den letzten 5 Minuten wurde niemand getötet oder entführt. Du hast Probleme. Alter, vielleicht warst du so ein Fotograf. Das würde die Amnesie erklären. Du hast einen Schlag zu viel auf die Hirse bekommen. Wow, krass. Das solltest du Said, diesem Typen von der Republikanischen Garde, zeigen. Der kennt sich mit Elektronik und so aus. Tja, ich bin quasi verflucht. Ich war in Australien, weil ich dachte, ich wüsste, wie ich den Fluch loswerde. Auf dem Rückweg habe ich mich verspätet, aber ich glücklich hab's dann doch noch geschafft. Und jetzt bin ich hier. Alter, ich bin total verflucht. Ich tippe auf die Leute, die dich angegriffen haben. Weiß nicht recht. Ist wohl okay, wenn man gern mit Sträflingen rumhängt. Du hast einen Laptop gefunden? Zeig mal her. Der Akku ist leer. Geh zu John Locke. Er sagt, er hat Laptop-Akkus im Gepäck gefunden. Damit kann ich ihn hochfahren. Dann sehen wir den Schaden. Das ist meine Sache. Ich weiß nicht. Aber ich weiß, dass sie gefährlich sind. Das hier ist Ihre Insel, nicht unsere. Ich habe dich noch nie gesehen und ich vergesse kein Gesicht. Selbst mit Satellitenfotos werden sie uns nicht finden. Satelliten müssen wissen, wo sie suchen und wir waren beim Absturz 1000 Meilen vom Kurs abgekommen. Du warst Fotograf? Ich frage mich, was du fotografiert hast. Was es auch war,
Der Kerl, der dich angegriffen hat, war sehr interessiert. Du warst Fotograf? Ich frage mich, was du fotografiert hast. Was es auch war, der Kerl, der dich angegriffen hat, war sehr... Ich weiß, das hat im Lager reichlich Argwohn erregt. Sie brauchen keinen Akku, weil Sie den Laptop nicht brauchen. Diese Insel ist ein neuer Anfang. Ein nagelneuer. Ich habe Locke schon einmal getroffen. Was stimmt nicht mit ihm? Alles. Das ist ein Foto von gar nichts. Aber mir fehlt noch etwas. Sag ich doch, Schätzchen, ich hab noch nichts. Natürlich, es fällt mir wieder ein. Sie ist noch da, aber sie wird gleich weg sein. Sehen Sie durch das Fenster. Sie kann sie nicht sehen. Raus damit, Rico. Meine Zeitung hat Sie gut für die Information bezahlt. Ich will sie jetzt. Hören Sie, Gelbhorn. Gellhorn. Lisa Gellhorn. Sag ich doch, Schätzchen, ich hab noch nichts. Kommen Sie später wieder. Ja, ich komme wieder. Und dann kriege ich die Info oder ich drehe sie durch den Mangel. Da könnte ich mich ja glücklich schätzen, Baby. Gehen Sie, Mann, wir schließen. Und ich kaufe nicht, was Sie anbieten. Das ist eine erstklassige Campingausrüstung. Nagelneue Ware. Das werde ich nicht los. Wofür haben Sie das bloß gekauft? Sie werden nicht gerade viel campen. Sagen Sie mir nicht, was ich nicht tun kann. Ja. Hier spricht Miss Gellhorn. Ich brauche das Paket noch heute. Wenn es eine Frage des Preises ist, erhöhe ich mein Angebot. Wir sehen uns in Kürze. Also, Lisa Gellhorn, waren Sie beide nicht mal ein Team? Ja, sie war mein Moralapostel. Heißt, ich hatte immer Unrecht. Haben Sie es oder nicht? Sie wollen etwas über Savo? Ich hab was. Leute, die was zu verbergen haben, sind wertvoll. Und er hat eine Menge zu verbergen.
Locke saß in einem Rollstuhl. Er konnte nicht gehen. Ein Rollstuhl. Nächtliches Umherschleichen könnte Misstrauen erregen. Sorry, nie von ihr gehört. Und Sie wollen sich bestimmt erinnern? Wer Sie jetzt sind, zählt hier. Sie müssen mich mit jemandem verwechseln. Blödsinn. Mal was von Ricos Pfandleihe gehört? Ja, ich habe sie gesehen. Sie und den Roll... Schön, ich höre. Wenn das nicht das ganze Lager erfahren soll, bringen Sie mich jetzt zu den Akkus. Ich gebe Ihnen, was Sie brauchen. Sie brauchen eine Ausrüstung. Wir treffen uns am Waldrand. Was willst du? Ja, das ist etwas. In der Zwischenzeit behalte ich dich im Auge. Nie von ihr gehört. Warum? Willst du sie anmachen? Locke hat eigene Pläne. Warum? Willst du sie anmachen? Du hast Halluzinationen. Wahrscheinlich bist du dehydriert. Ich wollte dir gerade dieselbe Frage stellen. Du stellst viele Fragen. Bist du im Dunkeln verloren, Judas? Wenn du Hilfe beim Aufreißen suchst, nerv jemand anders, Casanova. An deiner Stelle würde ich mich mit dem Erinnern beeilen. Ich werde von einem Chirurgen und einem Iraki gelöchert. Die stehen auf Hexenjagden. Sieht aus, als will dir jeder an den Kragen, Champ. Mach dich richtig sympathisch. Der Schlaumeier geht jeden Tag jagen und bringt einen Haufen heiße Luft zurück. Bei Dr. Wichtig würde ich aufpassen. Du löst mich gerade an der Spitze seiner Liste der meistgehassten ab. Woher soll ich das wissen, Columbo? Die Regierung hat mich zur Abreise gebeten und der Rest geht dich gar nichts an, Sherlock. Machen wir einen Handel. Komm bald wieder, ja? An den Bäumen sind Markierungen. Folgen Sie ihnen, die führen Sie zu den Akkus. Wir treffen uns dort.
Hogi tuji mehr, hä? Odols, odols. Nan jongorul motte. Odols, namo isso, odols. Son, nonon wae nae anewanese narul murubogo innenga? 8:15? Biengi? Da ist er! Da kommt er! Ist er weg? Hier draußen ist niemand! Da, auf 12 Uhr! Sieht aus, als hätten Sie noch eins von meinen Geheimnissen entdeckt. Sie ziehen Ärger magisch an, nicht wahr? Der französische Poet René Char sagte einmal, für die Vernagelten ist alles zugenagelt, sogar eine offene Tür. Er hätte über Sie reden können. Gewiss, kommen Sie mit. Sag ich doch, wir sind nicht die Einzigen auf der Insel. Ich habe alles versucht. Felsen, ein Trebuchet,
Sie ist vollkommen dicht. Ich weiß so viel wie Sie. Diese Insel ist anders, etwas Besonderes. Die Insel hat mir meine Beine wiedergegeben. Hier entlang. Hier gibt es Antworten. Nur, was Sie bei sich haben. Hier können wir Antworten finden, aber vielleicht gefällt Ihnen nicht, was Sie sehen. Joseph Campbell hat mal gesagt, die Schätze des Lebens holen wir uns, wenn wir in den Abgrund steigen. Sie sind der Einzige. Ich kann es Ihnen nicht verdenken. Sie waren zuerst hier. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Was brauchen Sie? Ich brauche mehr, Junge. Dafür kann ich mich nicht davon trennen. Ich brauche mehr, Junge. So nicht. Sorry. Dafür kann ich mich nicht davon trennen. Das ist nicht genug. Wenn Sie mehr brauchen, besuchen Sie mich. Du kannst mich finden.
lang. Au! Es gibt nichts, was auf dieser Insel ohne Grund passiert. Was haben Sie gefunden? Locke, helfen Sie mir rauf. Sagen Sie mir, was Sie gefunden haben. Da war eine Frau, Lisa. Locke, ziehen Sie mich rauf. In Ihrer Hand. Was haben Sie gefunden? Helfen Sie mir rauf, ich zeig's Ihnen. Ich sehe keinen Grund, Sie raufzulassen. Aber es könnte ein paar geben, Sie da unten zu lassen. Ich habe einen Kompass gefunden. Her damit. Locke, dafür ist keine Zeit. Na schön. Nehmen Sie meine Hand. Heute scheint Ihr Glückstag zu sein. Aber wenn es soweit ist, findet es Sie. Ein Akku für Ihre Mühe. Ich dachte schon, diesen Akku gibt's gar nicht. Die Insel gibt. Jetzt zu diesem Kompass. Via Domus. Das ist Latein. Das bedeutet Heimweg. Sehr interessant. Mir hat die Insel diese Luke gegeben. Ich zeige sie den anderen, wenn die Zeit reif ist. Ihnen hat sie den Kompass gegeben. Folgen Sie ihm. Dann finden Sie vielleicht, was Sie suchen.